Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Let's Play Far Cry 4. Ja, nach unserem letzten Exkurs in die Unterwelt des Himalaya haben wir eine Affenstatue geholt und die haben wir Herc zurückgebracht. Und jetzt steht auch direkt schon wieder die nächste Mission ein. Da müssen wir uns jetzt mal hinbegeben. Wir sehen es schon auf der Minimap. Unten links die zwei gekreuzten Schwerter. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir jetzt am schlausten diesen Berg hier runterkommen, weil ich habe irgendwie gleich das Gefühl, dass ich gleich einfach nur einen riesengroßen Berg runterfalle. Ja, fahren wir einfach mal hier lang irgendwie. Oh, 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 oh. Okay, das war so geplant. Oh Mist, oh Mist, oh, oh, ei, ei, ei. Wie hoch ist dieser Berg? Ja. Okay, auf einer Straße sind wir zumindest schon mal. Ach du A. Oh, das überleben wir nicht. Oh doch, wir überleben es. Eieiei. Boah, hier geht's ja noch weiter. Also irgendwann sind wir bestimmt mal im Tal angekommen. Eieiei. Jedes andere Auto wäre Schrott. Ups, Entschuldigung. Ja, das war Need for Speed Downhill. Jetzt sind wir zumindest wirklich auf einer Straße angekommen. Und wir gucken mal, dass wir jetzt zu unserem nächsten Einsatzziel kommen. Ich habe eben mir nochmal ein bisschen die Map angeguckt und dabei musste ich feststellen, dass auf mich geschossen wird. Ei, ei, ei. Hilfe! Eieiei. Meine Fresse, hier kann man ja nicht mal sich normal unterhalten. So. Während ich wieder mal von der Straße abgekommen bin, brennt meine Karre. Ja, traumhaft. Gut, also wir laufen dann doch. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, ich habe mir eben nochmal die Map angeguckt und dabei musste ich feststellen, dass es in diesem Spiel noch Unmengen mehr Sachen gibt, die wir tun können. Von der Jagd bis hin zu Goldfindemissionen, bis hin zu Nebenmissionen von anderen Charakteren, die wir bis jetzt schon kennengelernt haben. All das, das wird uns in Far Cry 4 hier noch begegnen. Und jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir wirklich zu unserem nächsten Missionsziel kommen. Ich müsste aber eigentlich bald da sein. Genau. Hier haben wir noch den Tempel. Wir erinnern uns, hier haben wir eine ordentliche Belagerung von feindlichen Einheiten zurückgedrängt. Der goldene Pfad hier hat es nicht immer leicht. So. Endlich sind wir da. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabah, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Gut, das Ganze sieht mir jetzt stark danach aus, dass wir schon wieder die Entscheidung treffen müssen, wessen Mission wir übernehmen. Wollen wir die Ressourcen dieses Landes hier erhalten, beziehungsweise später, wenn wir denn hier alle Missionen erfüllt haben, Kyrat ja noch wirtschaftsfähig machen? Oder wollen wir den ganzen Mist einfach hier abfackeln und dafür sorgen, dass sich niemand mehr mit Drogen vollknallt? Ja. Die zwei sind sich irgendwie nie einer Meinung. Also ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Machen wir seine Mission? Das heißt, wir würden alles in Brand stecken oder machen wir ihre Mission und retten alles. Ich würde mal sagen, diesmal bleiben wir mal bei ihm hier, weil ein bisschen was anzünden, das macht bestimmt immer Spaß. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch.
Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Alles klar, Chef. So, brenn sie nieder. Machtverhältnismission. Sabal möchte Opiumfelder bei der Kyrati, toller Name, Fabrik zerstören und dem Einfluss der Drogen auf Kyrat ein Ende setzen. Wenn du die Mission annimmst, lehnst du wieder das Mission ab. Ja, dafür haben wir uns jetzt entschieden. Da wird sie vielleicht dann doch ein wenig ungehaltener mit uns umgehen in Zukunft, aber das ist uns jetzt egal. Du brauchst es. Oh, was zum Brandstiften. Oh ja, ich nehme gerne was zum Brandstiften. Das hätte ich nicht genommen, aber okay. Los, probier dein neues Spielzeug da drüben aus. Wo denn? Hier? Ah. Nee, Bogen möchte ich nicht. Ja. Kumpel, Entschuldigung, da ich dein Haus angezündet habe. Ich gehe dann mal. Ja, so, weiter. Steigen wir ein. Du löscht das dann schon mal. Jetzt haben wir diesen Tempel befreit, nur um ihn dann anzuzünden. Das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber egal. So. Fahren wir. Merkt daran auch, dass diese Ländereien hier wirklich gewaltig groß sind und man hier echt eine Menge erleben kann. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht so genau, wo wir langfahren müssen. Ich will nicht auch schon wieder irgendeinen Berg runterkrachen. Und dessen hören wir dann im Radio weiter die Propaganda von Pagan Min. Boah, Hilfe. So, jetzt biegen wir hier mal ab. Keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Ja, das sieht doch eigentlich ganz anständig aus. Vor uns ist wieder ein Truck. Ah, der wird doch noch entdeckt gerade. So, ich denke mal, gleich werden wir hier anfangen zu laufen. Obwohl, wir können ja gerade mal auf die Map gucken, wie weit ist der noch? Ah, da haben wir es gesehen. Ein paar wenige Meter nur. Oh, währenddessen gibt es hier eine ganz schöne Schießerei. Da wollen wir doch gerade einfach mal ein bisschen helfen. Oh, das war einfacher, als ich dachte. Ach nee, ich wollte ihn ja gar nicht mitnehmen. So, wir müssen aber doch nochmal ins Auto zurück. Haben wir schnell mal hier eine gute Tat vollbracht. Den Flammenwerfer haben wir immer im Anschlag. So. Ah, und währenddessen genießen wir hier immer noch die Aussicht über diese wunderschöne Grafik. Auch hier gibt es eine ganz kleine Änderung. Und zwar gibt es in den Grafikoptionen die Option NVIDIA. Und ich konnte mir vorher noch nichts dafür darunter vorstellen. Allerdings habe ich mich darüber mal informiert. Und die Einstellung sorgt dafür, dass alle Ultra-Details nochmal ein bisschen aufgebessert werden mit Hilfe meiner GTX 980. Sehen Sie die Felder? Das ist Opium. Verbrenn alles. Die Ernte, die fertige Lieferung. Ich will, dass Pagan in seinem Palast riechen kann, wie sein Vermögen in Rauch aufgeht. Ah, okay. So, jetzt sind wir da. Die Fabrik, die ist mit Sicherheit auch wieder ziemlich umstellt mit vielen, vielen Feinden. Und dementsprechend werde ich es erstmal wieder versuchen, mich da langsam hinzubegeben. Wir wollen nicht gleich schon wieder komplett entdeckt werden.
Wer meine Let's Plays verfolgt, weiß, dass ich ein Riesentalent dafür habe, mich anzuschleichen und dann in dem Moment, wo es wichtig wird, dann doch entdeckt zu werden. So, hier gehen wir mal runter. Hier haben wir schon einen bösen Buben. Tu das nicht, Mann! Zack. Den wären wir losgeworden. Oh, einen kompletten Truck. Im Grunde, den könnten wir eigentlich auch verwenden, die Felder anzuzünden. Aber ich versuch's erstmal so. Na, kommt da gar nicht hier hoch? Doch. Ja, da haben wir aber einen bösen Buben. Zack. Und den mit dem Maschinengewehr, aus dem mache ich vielleicht auch nochmal schnell Hackfleisch. Weil am Ende habe ich das Glück, der dreht sich um und schießt mir sofort ins Gehirn. So, jetzt habe ich das MG auf meiner Seite. Ich glaube, das sollte fast schon reichen. Oh, 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 ei, ei, ei. Da haben wir sogar einen Scharfschützen da oben. Das ist natürlich gar nicht gut. So, schleichen wir mal hier hinten lang. Was zum Teufel fliegt denn jetzt hier um die Ohren? Mörser... Oh, je, je, okay. Ja, da waren wohl Mörsergranaten. Das Ganze müssen wir also nochmal versuchen. Vielleicht ist es dann doch das Schlauste. Ich versuche mich erst der zwei Kollegen zu entledigen, die sich hier vorne so nett eben unterhalten haben. So, hier können wir uns auch abseilen. Nein, nicht klettern. Oh Mann. Nochmal. Lustigerweise kann ich mich hier nicht abseilen. Ja, es geht irgendwie nicht. Okay. Vielleicht ein kleiner Bug. Keine Ahnung. Kriege ich den da hinten? Explodiert den Laster? Ich glaube eigentlich nicht. Oh, nicht schon wieder. Können die Malala mit ihren Mörsern aufhören? So, den zünden wir an. Lass mal schnell heilen. Und erneut heilen. Eieieiei. Ich würde sagen, wir machen erstmal gerade kurz einen Prozess aus diesem Haus hier. So. Da haben wir noch einen. Ah, das war im Übrigen der Mörser. Genau so sollte es sein. Okay, währenddessen habe ich mich jetzt gerade mal hier selber eingesperrt. So, das dürfte eigentlich erstmal reichen, um diese Bude hier in Brand zu setzen. Aber wir haben natürlich immer noch ein paar fiese Gegner in der Nähe. Oh, da hinten sind schon wieder die nächsten.
So, dich hätte ich. So, schön weg hier. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Ich muss hier weg. Hilfe, 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 Hilfe. Oi, oi, oi. Fall um. Und weiterhin heilen. Schnell raus damit. Oh Mann, das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht echt nicht gut aus. Ne. Ah, verdammt nochmal. Also was ich unbedingt brauche ist, ich brauche einen neuen Halfter für meine, für meine Waffen. Denn hier mit dieser kleinen Pistole komme ich irgendwie nicht so wirklich weit. Ja, und damit muss ich meinen Angriff wohl doch auf den nächsten Part verschieben. Wie wir diese Fabrik hier dann letztendlich doch komplett anzünden, das erfahren wir im nächsten Teil. Schaltet wieder ein, es geht spannend weiter mit Far Cry 4. Bis dann!